Hi, mein Name ist Max Winter und ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele seit 4 Jahren Rollstuhlbasketball und besuche, seitdem ich 15 Jahre alt bin, die KGS Hemming und das Vollzeitinternat hier in Hannover. Heute zeige ich dir mal meinen Internatsalltag. Ich habe zuerst Rollstuhltennis gespielt und dann später wurde ich mal durch zwei Freunde in der Schule gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf eine Mannschaftssportart, und dann haben die mich mal mitgenommen zum Probetraining fürs Basketball in Köln, und das hat mir so gut gefallen, mit der Gruppe und der Mannschaft zusammen zu trainieren und Sport zu machen, dass ich dann beim Basketball geblieben bin. Ich habe vorher in der Gegend von Köln gewohnt, doch mich hat dann bei einem Lehrgang der U19 mein Trainer Martin Klug, der auch hier Trainer in Hannover ist, gefragt, ob nicht irgendwer Lust hätte auf ein Probewohnen im Sportinternat hier in Hannover. Und das hat mich so angesprochen, dass ich das ausprobiert habe, und nach diesem einwöchigen Probewohnen habe ich mich dafür entschieden, hier länger zu wohnen. Das Zusammenleben mit den anderen Sportlern ist sehr interessant. Wir haben immer Themen, worüber wir reden können, und man kann sich super gut austauschen. Man ist auf jeden Fall viel selbstständiger geworden. Man muss eigentlich recht viel selbst organisieren und auch besorgen, was vorher die Eltern für einen getan haben. Hier befinden wir uns gerade in unserer Frühtrainingshalle. Hier trainieren wir zweimal die Woche von 6.45 Uhr bis 7:45 Uhr. Und hauptsächlich trainieren wir hier unsere individuellen Fähigkeiten wie das Ballhandling oder den Schuss. Aber auch das Miteinander im Team wird hier individuell gefördert. Und auch neben den sportlichen Bedingungen haben wir auch super Betreuer im Internat, die für immer ein offenes Ohr haben und super zuhören können. Du solltest neben dem Sport natürlich nicht die Schule vernachlässigen, da sie genauso wichtig ist. Ich kann an der KGS Hemmingen eine sogenannte Schulzeitstreckung beantragen. Das heißt, ich mache anstatt 12 Jahren 13 Jahre Schule und habe somit mehr Zeit fürs Training und die Schule. Hier im Internat haben wir die Möglichkeit, in unserem Computerraum für verschiedene Dinge zu recherchieren und sich zu erkundigen, wie zum Beispiel eine Facharbeit schreiben, die ich gerade schreiben muss, oder auch Referate vorbereiten und Hausaufgaben machen. Insgesamt ist das eine sehr große Hilfe, da man viel entlastet wird und viele Möglichkeiten bekommt, sich zu bilden und für die Schule vorbereitet zu sein. Wir haben alle unsere großen sportlichen Ziele. Meins zum Beispiel ist, später in der U22 Nationalmannschaft zu spielen und irgendwann auch mal bei den Paralympics dabei zu sein. Vielleicht nutzt du ja auch das Sportinternat als Sprungbrett für deine große Sportkarriere.